Ein herzliches Hallo und ein ebenso herzliches Willkommen hier in meinem Atelier in Bochum. Und heute bekommt ihr mal keinen geschriebenen Newsletter, sondern heute bekommt ihr einen gesprochenen Newsletter. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man vieles tatsächlich besser kurz erzählen kann, als dass man es dann in einem langen Text verfasst. Das ist doch dann manchmal ein bisschen mühselig. Es soll so ein bisschen gehen um das Thema 2025. Wie geht es eigentlich weiter? Was kommt so als nächstes? Und dazu würde ich ganz gerne zuerst so einen Mini-Abriss nochmal geben. Wie hat sich das eigentlich alles entwickelt? Klar, der Startpunkt war so ein bisschen der Zwang durch Corona. Und daraus hat sich dann so peu à peu ein ganz interessantes Prinzip entwickelt. Also die Zeichen-Workouts haben sich relativ schnell etabliert. Es kamen immer wieder neue Sachen dazu. Ich habe dann irgendwann Dennis mit eingestellt, der vieles an Struktur aufgebaut hat, wofür ich sehr dankbar bin. Also ob das jetzt Shopify ist auf der einen Seite oder aber auch Dinge wie wie die Videoseminare, Elo-Page, Social Media und so weiter und so fort. Und dadurch konnte das tatsächlich so ein bisschen weiter wachsen. Ich merke, ich bin da so an einem Punkt, der im Moment ein bisschen mehr stagniert, aber trotz alledem bin ich ganz dankbar, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich bin. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ihr immer alles mitgemacht habt, denn diese ganzen Wechsel, die ich eingebaut habe, die mussten natürlich alle am anderen Ende irgendwo auch mitmachen und mittragen. Ob das dann plötzlich Shopify war als Buchungsseite und keine Rechnung mehr, die man bekam. Oder jetzt Elo-Page für die Videoseminare und so weiter. Und dafür euch allen erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Auch für eure Treue, mit der ihr teilweise auch immer noch dabei seid. Das finde ich erstmal ganz, ganz schön. Und darüber freue ich mich natürlich außerordentlich. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Veränderungen. Einmal der Tatsache geschuldet, dass es in Deutschland einfach ganz, ganz schwer ist, selbstständig zu sein. Denn von dem durchaus passablen Umsatz, den ich jetzt so pro Jahr tatsächlich generieren kann, jetzt gerade auch dieses Jahr und das letzte Jahr, bleibt einfach in diesem Staat so wenig übrig. Ich will jetzt gar nicht klagen, aber ich will es einfach mal aufschlüsseln, wenn ich alleine das Atelier nehme, Personalkosten nehme und Steuer nehme, dann ist das schon ein Betrag, der, hui, da kriegt man schon leichtes Herzrasen, muss ich sagen. Und so bleibt tatsächlich von dem, was so generiert wird, sehr wenig übrig. Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, jetzt einfach auch nochmal einen kleinen Wechsel mit einzubeziehen. Und der Wechsel heißt jetzt eigentlich, weil diese letzten beiden Jahre, gerade auch der letzte Herbst, Winter, aber auch jetzt diese Herbst-Winter-Geschichte, die jetzt noch kommt. Und bis letztendlich, ich sag mal, bis Mai diesen Jahres war sehr, sehr viel zu tun. Und da habe ich bewusst auch ganz viel ausprobiert und ganz viel angeboten. Ich wollte einfach sehen, woran ihr interessiert seid. Ich wollte einfach wissen, was euch wirklich, wo ihr wirklich Lust zu habt, was ihr machen möchtet. Und das Ende vom Lied für mich war leider, dass es so unendlich viel Arbeit war. Das habe ich unterschätzt. Das muss ich an dieser Stelle wirklich sagen. Es war unglaublich viel Arbeit. Denn was viele dann auch nicht so wissen, ich sage mal so ein 2-Stunden-Abend, das ist insgesamt mit Vor- und Nachbereitung kommen da immer noch mal 6 Stunden dazu. Ja, die Fotos müssen rausgesucht werden. Es muss natürlich so ein Kurs auch ausgeschrieben werden. Das Padlet muss erstellt werden. Es muss bestückt werden mit allen möglichen Dingen. Die Zoom-Sitzung muss generiert werden. Dann muss natürlich die Aufgabe geschrieben werden. Hinterher kommt der Korrekturfilm dazu und, und. Das unterschätzt man total. Und ich muss sagen, damit habe ich jetzt auch nicht so gerechnet. Also es ist tatsächlich nicht so, dass so ein 2-Stunden-Abend nur dieser 2-Stunden-Abend ist, sondern pro 2-Stunden-Abend kann man insgesamt mit dem Abend zusammen tatsächlich 8 Stunden Arbeit rechnen. Und dann relativiert sich das wieder so ein bisschen. Ja? Und da merkt man plötzlich, wow, gut, das war zwar alles ganz schön, aber da muss man eben auch ganz schön viel für arbeiten. So, und ich habe mich jetzt entschlossen, aus dem Grunde, es zu reduzieren, weil das so ein Tempo ist, das geht gar nicht auf Dauer, das kriegt man nicht hin. Und deswegen wird sich 2025 so ein kleines bisschen was ändern. Also zum Beispiel eine Strukturgeschichte, die sich ändern wird. Es wird pro Woche einen Korrekturfilm geben. Und dieser Korrekturfilm wird sich dann auf alle Kurse beziehen,
die in der Woche stattgefunden haben. Ich habe jetzt in diesem Jahr komme ich auf gut 140 Korrekturfilme und ich muss sagen, selbst das ist ein schierer Wahnsinn, das macht so auf Dauer auch keinen Sinn. Aber ich möchte darauf nicht verzichten, weil ich es einfach wichtig finde, dass wir natürlich auch reflektieren und auch ein Wahrnehmungstraining haben. Und dazu soll es dann in Kürze tatsächlich auch nochmal so einen Sonderabend pro Monat geben, wo es genau um dieses Thema Wahrnehmungstraining geht. Und das möchte ich auf jeden Fall auch mit aufbauen. Denn ich finde das so fundamental wichtig, denn es geht darum, dass wir sehen lernen, dass wir verstehen, wie gehen wir auf ein Bild ein, wie betrachten wir ein Bild, wie nähern wir uns dort eigentlich an. So, was wird noch anders sein? Diese regelmäßigen Sachen wie Zeichensonntage, mal Wochenenden, mal Tage. Diese Art der regelmäßigen Seminare wird es nicht mehr geben. Ich werde auch tatsächlich keine regelmäßigen Malseminare mehr anbieten, weil es den Rahmen wirklich sprengt. Ich sehe, da sind einige Leute interessiert, aber das ist eine kleine Gruppe, die sich da herausstellt, die auch immer wieder Lust hat, was zu machen. Jetzt am kommenden Montag ist übrigens auch wieder ein Malmontag. Das reicht einfach nicht aus und der Aufwand ist doch recht groß. Deswegen werden diese Maltage als regelmäßige Einheit tatsächlich wegfallen. Von den Zeichen-Workouts, im Moment sind es 9 Zeichen-Workouts, wird es noch 5,5 geben. Das 5,5 werdet ihr sehen, wenn ihr irgendwann das Programm seht. Ich muss es zugegebenermaßen, ist es noch nicht ganz fertig. Ich muss es auch noch dann auf Shopify natürlich vorbereiten und die Artikel anlegen. Also soweit bin ich gerade leider noch nicht. Aber wir haben ja auch erst gerade Anfang Oktober, das hat sicherlich noch ein bisschen Zeit. So, das heißt, die Malerei wird so ein bisschen rauspurzeln aus dem Programm, aber ich werde vielleicht 1, 2 Specials machen, die ein bisschen anders aufgebaut sind, wo die Malerei dann auch nochmal wieder zum Tragen kommt. So, das heißt, es wird die Zeichenworkouts geben, auf jeden Fall. Es wird auch die Schraffurabende weitergeben, die finde ich nach wie vor extrem wichtig, muss ich sagen. Es wird ein Zeichen- und Kunstprojekt geben, das Künstlerbuch. Da geht es darum, Künstler, also Bücher zu überarbeiten zu Künstlerbüchern. Es ist ein wahnsinnig tolles Projekt. Ich freue mich schon irre darauf, muss ich sagen. Und es können 35 Leute mitmachen. Im Moment sind 26 Leute angemeldet und es sind also noch 9 Plätze frei. Da so ein kleiner Hinweis. Ich kann leider auf Shopify keinen Artikel anlegen, den man nicht buchen kann. So, und deswegen steht da leider ausverkauft. Ich habe es nochmal ganz groß dran geschrieben, dass das nicht ausverkauft ist und dass noch 9 Plätze frei sind. Das liegt einfach daran, dass ich diese Art der Seminare, die möchte ich nicht ohne weiteres buchbar machen, weil die später über Daueraufträge abgewickelt werden sollen. Das erleichtert mir mein Leben hier so ein bisschen und deswegen kann man das nicht einfach buchen und bezahlen. Das ist so der Hintergrund an der Stelle. So, dann soll es eine zweite Form von Masterclass geben, die sich auch einmal im Monat an einem Sonntag trifft. Ich sage mal auch so von 10 bis 16 Uhr vielleicht, wo es einfach darum geht, dass wir nicht wie in den Workouts Zeichnung einfach trainieren, sondern ein bisschen gehaltvoller arbeiten, also mit einem etwas anderen Anspruch nochmal an die Sache herangehen. Wir haben jetzt zum Beispiel am letzten Sonntag in der Masterclass ein Buch mit 20 Seiten erzeichnet zum Thema Nelken von Pina Bausch. Und das war eine tolle, intensive Arbeit mit unglaublich schönen Ergebnissen. So, und das liegt mir am Herzen, dass wir in Form einer solchen Masterclass tatsächlich etwas mehr auch in die Anwendung kommen. Und auch da können, ich sag mal, 35 Leute mitmachen. Und da wird man hier und da so einen Sonntag auch mal einzeln buchen können, vorausgesetzt, es ist eben noch Platz. Das ist dann immer so der Punkt. Das heißt, erstmal ist auch diese Klasse für die Leute reserviert, die regelmäßig teilnehmen möchten. So, das muss ich aber auch noch ausschreiben. Also falls ihr Interesse daran habt, sowohl am Künstlerbuch als auch an dieser Masterclass, könnt ihr mir das Interesse gerne bekunden und ich trage euch entweder ein oder merke euch vor und informiere euch dann zuerst, sobald das Ganze in die Ausschreibung geht.
Also das heißt, da professionalisiert sich einiges ein bisschen. Es wird auch noch mal eine Venedigfahrt geben, vielleicht auch zwei. Auch da, wenn ihr Interesse habt, schreibt mich gerne an. Und das ist auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ich im nächsten Jahr auch ganz gerne meinen Standort verändern möchte. Ich möchte tatsächlich im Ende des nächsten Jahres Richtung Italien aufbrechen und umziehen, einfach noch mal in einem anderen Land leben. Und es wird also dann vielleicht von den Kursen teilweise auch ein bisschen italienischer. Gucken wir mal. Also nicht von der Sprache, eher von der Inspiration und von den Eindrücken. So, und dann gibt es natürlich immer auch noch die Möglichkeit, und das würde ich auch als wichtiges Element sehen, ihr könnt, wenn ihr da Fragen habt, auch immer mich ansprechen, das Thema Einzelkorrekturen. Also man kann, wenn man kurzes Feedback braucht, ist so eine halbe Stunde oft sehr effektiv. Wer jetzt eher eine Projektbetreuung benötigt, da ist eine Stunde natürlich besser, sprecht mich da gerne an. Also es geht ja auch darum, dass ihr euch künstlerisch, zeichnerisch auch oder auch malerisch dann entsprechend weiterentwickeln könnt. So. Und dann ist etwas anderes nochmal dazu gekommen, was am Anfang sehr holprig war. Wir haben das hier am Anfang so gemacht, dass ich gefilmt habe und Dennis hat dann Sachen geschnitten oder auch Aufzeichnungen geschnitten. Und das war natürlich teilweise dann auch noch ein bisschen Radebrechen. Inzwischen habe ich das ein bisschen professionalisiert und es gibt jetzt jede Woche ein neues Zeichen-Workout als Video, derzeit noch für 14 Euro das Stück oder wenn man alle haben möchte, spart man halt noch mal eine ganzen Batzen Geld. Und da sind jetzt 10 quasi fertig, das 10. Das werde ich am Freitag online stellen. Und dann kommt jede Woche eins dazu. Und wenn das abgeschlossen ist, wird es auch noch Workouts geben für Tusche. Es wird Workouts geben für Malerei. Also das Programm werde ich auf jeden Fall weiter ausführen. Das wird auch gut angenommen. Man ist letztendlich an der Stelle sehr viel flexibler. Man kann das Ganze abhandeln, wann immer man es abhandeln möchte. Also man ist nicht an die Zeiten eines Online-Seminars gebunden. Und ich stelle fest, es gibt immer so die beiden Sparten. Die einen möchten halt den persönlichen Kontakt. Da würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen zugehören. Und die anderen sagen, ja, das ist ganz nett, aber ich will zeitlich ungebunden sein. Ich möchte es auch mal nachts machen, wenn ich nicht schlafen kann und am Morgen ist früh. Und da ist das am Ende genauso gut. Und guckt da gerne mal rein. Also die haben sich jetzt inzwischen ich finde die super aufgebaut, muss ich sagen. Ich freue mich da richtig drüber. Und deswegen werde ich da auch weitermachen. Und dazu vielleicht auch noch ganz kurz, da gibt es über die Seite EloPage, die demnächst, glaube ich, anders heißen soll, auch ein Affiliate-Programm. Das heißt, ihr könnt diese Sache auch unterstützen und selbst so ein bisschen monetären Rückfluss haben. Als Beispiel, wenn ihr als Affiliate-Partner dabei seid, man muss sich im Moment natürlich in das Programm hineinbegeben, da bin ich aber gerne behilflich. Und ihr müsst eigentlich nur den Leuten, von denen ihr glaubt, die haben vielleicht Interesse, dann einen Link schicken, den ihr persönlich generieren müsst über euer Programm. Und dass immer diese Leute dann bestellen daraufhin. Also wenn die das erste Mal mit dem Link auf der Seite sind, dann seid ihr als Affiliate-Partner sofort abgespeichert und ihr bekommt dann für die nächsten 3 Monate auf alle Einkäufe dieses neuen Teilnehmers 20% Rückfluss. Und das wird dann von dem Programm EloPage einmal im Monat automatisch ausbezahlt. Und wenn ihr eine Malschule seid oder ein riesen Netzwerk habt, dann kann man natürlich auch die Bedingungen noch mal ein bisschen verändern und anpassen. Also wenn ihr Fragen habt, sprecht mich gerne an. Das wird sicherlich, diese Videoseminare werden sicherlich eine auf Dauer auch wichtige Sache werden. Ich plane auch die eine oder andere Kooperation und da ist sicherlich auch noch vieles in Gange, aber ich muss tatsächlich so ein bisschen schauen, dass ich am Ende nur so viel mache, dass ich auch meine Malerei selbst noch ein bisschen vorantreiben kann. Das ist natürlich auch eins meiner Ziele. Auf jeden Fall seid ganz, ganz herzlich gedankt und geherzelt dafür, dass ihr so treu dabei seid. Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr ein bisschen Werbung dafür macht. Ich bin halt noch lange nicht in einer soliden Gewinnzone, deswegen brauche ich noch so ein bisschen Wachstum. Darüber würde ich mich wirklich außerordentlich freuen, ob das über Instagram ist, ob das über ein Affiliate-Programm ist, über Facebook, über persönliche Weitergabe, einfach die Adresse, was immer euch da einfällt. Schon mal jetzt ganz herzlichen Dank dafür. Und das Programm 2025, ich denke, so in 2-3 Wochen werde ich es online stellen. Bis dahin starten wir aber jetzt erstmal mit dem
Herbstprogramm. Jetzt am kommenden Sonntag, für alle, die Lust haben, noch richtig einzusteigen, noch mal wieder richtig Porträt zu zeichnen, da ist der nächste Porträtzeichnen-Marathon von morgens 8 bis abends um 10 mit 5 Modulen an 2 Stunden. Und ihr könnt natürlich wie immer auch einzelne Module buchen. Und da sind wir wieder bei den Videoseminaren, auch die Aufzeichnung, die ich natürlich in einen Videoseminarformat schneide. Ja, also das wird natürlich von mir dann entsprechend noch so aufbereitet mit der Materialliste, mit den Arbeitsschritten, mit den Fotos, damit ihr das wunderbar auch nochmal arbeiten könnt, nacharbeiten könnt. Und am Montag gibt es einen Maltag zum Thema Wolken, also für alle, die dann doch vielleicht dieses Jahr noch ein bisschen malen möchten mit mir. Und dann gehen nächste Woche die Zeichen-Workouts wieder los. Wir haben alles Essbare mit Bleistift und dem Buntstift. Wir haben Porträt mit Tusche und Mischtechnik. Und wir haben Animals, Tiere, nur mit dem Bleistift auf DIN A3. Ich freue mich sehr, euch zu sehen. Nochmal vielen Dank. Euch jetzt noch eine ganz gute Zeit. Und ich hoffe, auf bald. Macht es gut.